Ja, fährt 0,2 km/h langsamer als Halvor, springt noch einen Meter weiter. Ja, das trübt vielleicht gleich mal wieder die Freude beim Halvor. Ja, der einzige Bulgare, der jemals eine Rolle gespielt hat, liegt vor dem Gesamtweltcupsieger des Vorjahres, dem Vierschanzentourneesieger auch. Das kann ich Ihnen leider nicht übersetzen, aber es wird was Schönes gewesen sein. Pius Paschke, auch schön unterwegs, schon wieder in Lillehammer, macht hier sein Ding ganz einfach gut weiter in Podestnähe nach dem ersten Durchgang auf jeden Fall. Jetzt Kamil Stoch. Der muss jetzt unbedingt für das polnische Team irgendwas zeigen, damit nicht wieder so ein schlechter Eindruck entsteht wie schon am letzten Wochenende. So ein bisschen Wiedergutmachung ist auf jeden Fall dabei. Nix da. Nee, das ist echt bitter. Dabei hat er so gut trainiert. Er hat gesagt, Mittwoch hier habe ich super Sprünge gemacht auf der Schanze. Und jetzt klappt nichts mehr. Spät wie immer, 85 Meter. Eben, das Problem ist, spät wie immer. Es sieht gar nicht so wahnsinnig viel anders aus. Vielleicht ein bisschen passiver in der Position als sonst. Aber das große Problem ist eigentlich, dass es in der Luft einfach gar nicht fliegt. Und dass man, wenn er nicht von den Bedingungen gut dran ist, wie im ersten Durchgang, das Gefühl hat, es geht in der Luft einfach gar nichts vorwärts. Alvar Egner Granerød hat sich im letzten Jahr regelmäßig das gelbe Trikot übergestreift. Jetzt muss er mal mit einer normalen Startnummer zurechtkommen. Jetzt kommt Tion Payer, der auch endlich mal wieder einen zweiten Durchgang sieht. Der Schweizer nach schwerer Verletzung schon vor 2 Jahren im letzten Winter wieder zurückgekehrt, aber noch nicht konstant genug. Dann warten wir noch auf Philipp Raimund. Der ist in der nächsten Zehnergruppe dran als 16. des ersten Durchgangs und dann wieder in der Endphase mit Stefan Laie, Karl Geiger, Pius Paschke und Andreas Welliger. Noch 4 DSV-Starter unter den Top 10. Ja, für Kilian ist es wichtig, dass er einfach öfter in die Punkte springt, darüber ein bisschen Selbstvertrauen wieder aufbaut. Der Weg nach Verletzung ist einfach lang und beschwerlich und man braucht einen langen Atem. Das haben Andi Wellinger gezeigt, das hat Stefan Laie gezeigt und deswegen, da kann man bei ihm nur hoffen, dass er die Motivation oben hält und dass es dann auch irgendwann wieder besser geht. Das ist der Führende zurzeit, Wladimir Sogravsky, die deutsche Mannschaft teammäßig betrachtet, aber auch führend. Und Stefan Horngacher, der Bundestrainer, hat uns seinen Eindruck nach dem ersten Durchgang noch erzählt. Bitte. Stefan Horngacher, 4 Deutsche unter den besten 10, 2 ganz vorn mit dabei. Da haben wir vieles gesehen, was das Trainerherz erfreuen dürfte. Ja, es war ein schwieriger Durchgang jetzt mit dem Wind, der da eingesetzt hat. Der Rückenwind, der war echt extrem stark. Und dann ist ein bisschen die Luken hin und her gewechselt. Die Luken machen viele Punkte aus. Die Sprünge waren okay von den Jungs, haben echt gute Sprünge gezeigt. Aber ja, es hat sich ein bisschen auseinandergezogen heute das Feld. Aber eben Andi Wellinger einen Top-Sprung gemacht, auch der Pius Paschke, bin ich sehr zufrieden. Auch Karl Geiger hat einen richtig tollen Sprung gemacht. Ist leider noch von Lukas 7 gefahren und da fehlen ihm die 10 Punkte. Aber gut, wir haben jetzt den zweiten Durchgang und wir werden schauen, dass wir nochmal einen guten Sprung zeigen. Ja, 2 Stufen Unterschied im Besuch auf Geiger. Deshalb kommen diese 10 Punkte zustande. 5 ungefähr sind es pro Stufe. Jetzt kommt Christopher Eriksen Zündal. Kriegen die Norweger hier ein vernünftiges Mannschaftsergebnis heute hin? Das ist jetzt die Frage. Die Einzelsprünge sind hin und wieder ja ganz passabel. Auch der hier. Ja, seiner war jetzt auch balancierter wie der erste Durchgang. Sieht dann auch hier, dass es ihm viel leichter fällt, die Position, die bei ihm sowieso gut ist, zu halten. Kommt auch besser zur Landung hin. Alexander Stöckel hat es schwer zurzeit, ein bisschen die Laune hochzuhalten. 94,5 Meter jetzt bei Zündal in diesem zweiten Sprung. Die Ergebnisse sind nicht danach. Jetzt aber Andreas Wellinger im Bild, der genauso locker springt, wie er da aussieht. Und das jedes Mal. Peter Preutz ist davon noch ein bisschen entfernt, diese alte Form wieder zurückzufinden, nachdem er in Kusamo plötzlich mit vorne dastand. Da hat er dann gesagt, er ist froh über einen seiner letzten Auftritte in Kusamo. Der kleine Vorwarnung, dass er vielleicht dann irgendwann mal seine Karriere beenden wird. 93 Meter jetzt. Er war eigentlich vom Tisch, war er besser wie sein erster, aber ist teilweise in Ruka war es schon auffällig, teilweise bleibt er dann in der Luft ein bisschen stehen und man hat so das Gefühl, so der Drive nach vorne, der ihn mal ausgezeichnet hat, da fehlt im Moment so ein bisschen die Idee. Die Hände sind sehr weit hinter dem Körper für Peter und da kommt er nicht so richtig vorwärts. Polen, Pavel Wasek.
Wie sieht's aus? David Kubacki gar nicht im zweiten Durchgang. Kam jetzt doch zurückgefallen. Piotr Juber jetzt schon nur Sechster. Also wer soll's da rausreißen, wenn nicht er in diesem Moment? Aber auch er schafft es nicht. Der Rückenwind hat wieder zugenommen, ein wenig. So wie vorhin schon mal. Und ja, und auch so sind diese Meter zu erklären, nämlich nur 90,5. Das ist zu uns aber am Schanzentisch. Er will vielleicht Kraft reinlegen, aber auch da ist ein Gesäß dann zu weit hinten am Absprung. Und die Kraft, die er denkt reinzulegen, die wirkt einfach in die falsche Richtung. Und darüber kriegt er keine Beschleunigung in Sprung. Und so kriegen sie auch keine Beschleunigung in ihre Auftritte insgesamt. Bei diesen Platzierungen Masek jetzt vor Juba auf Platz 6. Junichiro Kobayashi, ein bisschen überraschend, so weit vorne. Der ältere Bruder von Ryuyo versucht es in diesem Jahr mit einem neuen Ski. Vielleicht hilft das ja mal, aus dieser Lethargie der hinteren Plätze rauszukommen. Für heute sah es mal einmal kurz so aus. Aber lange durchhalten kann das nicht, obwohl er ziemlich schnell und flott zum Ski vorne hingeht. 90,5 Meter. Ja, so wahnsinnig viel Neuerung, auch wenn der Ski ein anderer ist, sieht man halt in seiner Technik nicht mehr. Und dass beide Kobayashis zwischen 10 und 20 im zweiten Durchgang starten, ist selten genug, aber wird wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig oft vorkommen. Jetzt aber Philipp Raimond, der war hier in einem Trainingsdurchgang vorne. Auch das hat er schon mal hinbekommen. Vernünftige, stabile Sprünge hinbekommen. Das ist mal die Losung für ihn. Gutes Tempo. Aber dann hängt er ein bisschen durch, der Ski fällt runter und er mit. Er ist schon sehr weit vorne in der Anfahrtsposition und wenn dann das Knie noch so ein bisschen forciert zum Schanzentisch hin, wie man es jetzt gesehen hat, dann wird es schwierig, dass er symmetrisch bleibt und dass die Skiaufnahme wirklich sauber ist. 92 Meter, einer der schlechteren Auftritte von ihm bislang in diesem Winter und trotzdem immer noch als Finalist mit dabei auf Platz 5. Jetzt ein paar Plätze wieder einbüßen. Wie es jetzt aussieht, sei denn ein paar andere, Johann André Fortfang zum Beispiel, kommen auch nicht viel weiter und kriegen wieder die gewohnten Probleme in einem der beiden Durchgänge. Sein erster war ja vergleichsweise hilfreich für die Weiterentwicklung, auch der ist nicht so schlecht. Ist jedenfalls jetzt vorn dabei, aber tja, deine Reaktion sagt es ja auch. So wirklich glücklich sind sie alle miteinander da in Norwegen nicht über das, was sie da hinkriegen. Er hier landet bei 94 Metern. Ja, er ärgert sich, glaube ich, ein bisschen über die Landung, weil die ein bisschen gewackelt war. Und in der Luft sieht man, dass er noch einmal so mit den Schultern nachziehen muss, dass er irgendwie über den Ski kommen will. Sprungtechnisch war das auf jeden Fall schon was anderes, was er uns heute angeboten hat. Er verliert Plätze. Zograwski weiter vorne vor Granerud und Sünder. Dann doch ein paar Norweger zurzeit mit vorne dabei. Jetzt Timi Seitz. 94,5 für die Führung. Rückwind konstant. Mit ihm nichts helfen unterwegs. Absprung war gepasst. Einigermaßen jedenfalls. Aber für ganz vorne reicht es nicht. Bulgarien wird weiter in Form von Wladimir Zograwski hier, denke ich, fürs Erste vorne bleiben. 92,5. Ja, der Vladi macht einen Riesensprung. Aus einer Luke mehr noch, mit ähnlichen Bedingungen wie die Sportler jetzt. Einfach wirklich ganz runtergesprungen und da geht es für ihn weit nach vorne. Und dann zeigt es die Reaktion. Es ist natürlich bitter, wenn du da jetzt vielleicht denkst, okay, du hast gar nicht den schlechtesten Wettkampf gemacht. Dann erscheint der Platz 5. Michael Heiböck, dann vielleicht der Nächste, der Anlauf nimmt, diese Two-Beat-Weite da oben links zu erreichen. Schafft er einigermaßen. Jetzt kommt es auf die Details an, auf die Haltungsnoten. Die gehabt, Höchstnote 20, 5-Punkt-Richter. Beste und niedrigste Werte wird gestrichen. 94 Meter, knapp drunter unter dem Richtwert. Ja, er ist symmetrisch, schöne Skiaufnahme, was bei ihm auch nicht selbstverständlich ist. Das hilft ihm gerade auf der Kleinschanze. Man sieht seine Miene, der Trainer. Zufriedenheit und dann rot-weiß-rot auf Nummer 1 gab es auch schon ein paar Mal in dem Jahr. So sieht's aus. Immerhin ist jetzt
ein neuer Führender da. Stefan Kraft, wenn alles so bleibt, wenn der Schein nicht trügt, dann wird er auch heute gewinnen. Ryuyo Kobayashi. Lange Zeit, vor ein paar Wintern, der Mann, auf den alle geschaut haben, wie auch Stefan Kraft jetzt. 82,6, sein Anlauftempo, guter Sprung. Bei der Weite passt's. Ja, sogar sehr guter Sprung. Es ist dann doch faszinierend, wenn er immer sagt, so wahnsinnig viele Sprünge hat er im Sommer nicht gemacht, so wahnsinnig viel hat er nicht trainiert im Sommer, hat ein paar andere Sachen gemacht, aber das, was er dann technisch auf die Schanze bringt, ist wirklich schon sehr stark. Und der Trainer und er noch nicht ganz zufrieden, aber ja, der war von der Qualität schon wirklich gut. Ja, und der hat auch 94 Meter wie Heiberg, geht aber in Führung. 15. sein Punktevorsprung. Gregor Deschmanden. Immer wieder interessant zu beobachten, dass Sograwski und er, die ja in diesen Sommerwettbewerben den Ton angegeben haben, tatsächlich jetzt auch im Winter relativ gleichwertig daherkommen. Auch er ist in der Nähe von Knoten, wie es ein Ryuyo bekommt. Doch, er ist vorne. 92,5 Meter haben gereicht. Der Vorsprung aus dem ersten Durchgang noch dazu. Und beim Wind hat er ein paar Pünktchen mehr, ein paar Zehntel mehr rausgeholt auch. So, dass er hier vor Kobayashi liegt, so sieht's aus. Vor den letzten 10. Es ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn die Leute, die im Sommer ganz vorne waren und die Gesamtwertung unter sich ausgemacht haben, wenn die auch im Winter wirklich mitspringen können, weil ansonsten verliert der Sommer-Grand Prix ja immer mehr an Stellenwert. Ich kann es auch irgendwo verstehen aus Mannschaftssicht, dass man nicht jeden Sommer-Grand Prix mitnehmen will, weil der Sommer trotzdem fürs Training da ist und dann kann man sich mal auch vielleicht überlegen, kann man das irgendwie noch anders gestalten, irgendwie spannender, effektiver gestalten, die Wettkämpfe ein bisschen mehr zusammenziehen zu einem Zeitpunkt, wo dann schon mehrere Nationen auch wirklich in Winter- oder in winternaher Form sind. Aber trotzdem ist es natürlich viel wert, wenn die Leute, die da im Sommer vorne mitgesprungen sind, wenn die dann auch das in den Winter transportieren können. So, Gregor Deschmanden führt, lässt Ryuyo Kobayashi hinter sich. Die letzten 10 kommen noch, 4 davon sind aus dem deutschen Team dabei. Und Stefan Leier macht da jetzt den Anfang. Hat er gute Bedingungen? Naja, viel schlechter als die anderen sind sie nicht. So viel kann man sagen. 92 Meter reichen, um unter den besten 10 zu bleiben am Ende. Wieder sauber weggekommen. Ja, reicht. Hält den Platz. 2 gute Sprünge von Stefan Leier auf der Normalschanze hier in Lillehammer. Ja, es macht wirklich Spaß, ihm zuzusehen. Es ist stabil, er macht wenig Fehler, es ist sauber, er landet gut. Kann man nicht mehr sagen im Moment. 94,5 Meter. Stefan Hornbacher und Michael Dolezal, die beiden da oben. Wir hätten noch ein bisschen was zu tun bekommen. Dann auch gleich, wenn es um das Podest geht, um den Tagessieg, fürchte ich, wird Andreas Wellinger nicht mehr wirklich mitspringen können, wenn Stefan Kraft bei seinem Sprung bleiben kann. Und er sieht sehr danach aus. Das ist Jan Hörl, fast schon eine Kopie manchmal von Stefan Kraft in einigen Bereichen. Auch wenn er sehr viel höher da oben rausspringt. Gut. Die Österreicher waren auch hier, direkt von Kusamo nach Lillehammer gereist und haben die Trainingstage nutzen können. 96,5 Meter für Hörl. Ja, Flugkurve nimmt ein bisschen andere wie der Krafti. Aber ja, er ist ähnlich vom Körperbau, da nicht wahnsinnig weit weg und springen gern mit ähnlichen Farben im Anzug. Im Helm haben sie auch noch fast denselben auf. Locker wirkt er, ja. Ja, das sehr. Muss man sagen. Und deshalb ist die Prognose 3. Weltcup-Sieg nacheinander nicht verkehrt. Ancel Lanišek. Tief unten hockt er da in der Anlaufspur. Ganz gutes Tempo auch gehabt. Also da ein paar Basispunkten. Fehlt es da nicht. Nee, auf jeden Fall wieder ein guter Sprung. Ist angesprochen, er nimmt wirklich viel Weg, um den Druck an die Kante zu bringen. Macht es nicht so sehr wie andere Sportler durch viel Dynamik auf den Punkt, sondern nimmt sich ein bisschen mehr Zeit. Aber die Kraft, die er einsetzt, die wirkt wirklich lang nach unten.
Ich bin wirklich gespannt, wie es morgen auf der Großen bei ihm aussieht, weil gerade so dieses letzte Drittel, wo er letztes Jahr teilweise wirklich exzellent geflogen ist, da bin ich gespannt, wie er das auf der Großen umsetzen kann. Hörl vor Lanišek und Laie, jetzt kommt Karl Geiger. Der kann das ja, diese Normalschanzen, diesen Druck anbringen zum richtigen Zeitpunkt. Der Schanzenrekordhalter hier. Stabile Hocke, das braucht er als Grundlage, die war da. Jawohl, schöne Höhe, sehr gute Landung. Der ist da, der Karl Geiger. Hier in Lillehammer, stark. Es ist wirklich so faszinierend, wie es der Karl schafft, immer im Wettkampf dann genau die richtigen Sprünge zu machen. Ja, echt mega. Da kann man nur lächeln, weil es wirklich gerade letztes Wochenende, wenn er da so ein bisschen abgebogen ist und so weiter, was ich dachte, okay, das könnte vielleicht eine bisschen längerfristige Baustelle sein. Und dann macht er hier zwei solche Wettkampfsprünge beim ersten Wettkampf. 9600 Meter übernimmt die Führung vor Jan Hörl und Ancel Lanišek und wird seinen siebten Platz damit mit Sicherheit mal behalten. Und wir wollen ja erst mal gucken, ob die anderen da noch drankommen oder vorbei an ihm. Das ist bei Marius Lindwig zum Beispiel gar nicht so gesagt. Der hat die Konstanz noch nicht zeigen können bislang. Oh, da ist er ganz schön steil, nee. Da geht Tempo verloren, das reicht nicht. Das reicht nicht, hat er auch eine kleine Schrittstellung im Anlauf schon. Nicht die idealen Voraussetzungen für den Start. Ja, auch eine ganz komische Bewegung hier vom Balken weg, wo man das Gefühl hat, er will drüber, aber ist fast mit dem Gesäß wirklich extrem hoch, ein Kopf vorne drauf. Und dann so ein fast, wie wenn er einmal nachgreifen muss und sich zu weit vorne fühlt. Und dann geht der ganze Sprung ein bisschen sehr nach oben. Ja, er ist jetzt Fünfter. Ich glaube trotzdem, dass er nicht ganz unzufrieden sein wird, weil das trotzdem eins seiner besseren Ergebnisse ist. Bislang jedenfalls in diesem Winter. Fünfter, 91 Meter waren es bei Lindwig. Geiger ist vorne vor Hörl und Lanišek. Stefan Laie auf Platz 4. Aber jetzt, die jetzt kommen, das sind die Guten bislang auf dieser Schanze und in diesem Winter. Daniel Čofenik zum Beispiel. Schön in die Luft gekommen, schöne Symmetrie, ist ja auch helmtechnisch inzwischen auf den Spuren der Großen unterwegs. Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer deutet alles darauf hin, dass er in diesen Spuren bleiben will und kann. Ja, vor allem ist das spannend, weil so ein Helm und das Ganze, was damit zusammenhängt und auch die Namen, das kann ja auch irgendwann mal eine Bürde sein. Momentan scheint das wirklich gut wegzustecken und einfach auf sich konzentriert zu sein, und er macht schon die richtigen Schritte. Geht in Führung, Daniel Čofenik vor Karl Geiger. Die Auslosung zur Fußball-EM übrigens ist gleich hier im ZDF noch zu sehen. Wir gucken noch hier weiter bei der Entscheidung in diesem Normalschanzenspringen in Lillehammer zu. Das ist Manuel Fettner. Die Österreicher haben auch was im Angebot. Auch der ganz tief von unten raus mit dem langen Weg. Das hat aber schon erfolgreich geklappt vorhin. Nur jetzt nicht. Jetzt nicht ganz. Jedenfalls nicht für ganz vorne. Starker Rückenwind bei Fettner. Schauen wir, wo der unten rauskommt. Ja, jetzt wollte er eingreifen und wollte es nicht mehr ganz so aggressiv machen wie im ersten Durchgang. 92,5 Meter. Bringt aber dann auch einfach weniger Druck an die Kante. Das ist der... Wie gesagt, es ist, wenn dann was funktioniert, dann zu sagen, hat sich aber nicht so gut angefühlt vielleicht und ich greife da ein, das macht auch manchmal auch der falsche Weg. Ja, auch den Karl Geiger kann er nicht hinter sich lassen. Čofenik vor Geiger, so sieht's aus. Jetzt noch drei und zwei davon kommen aus dem DSV-Team, nämlich Pius Paschke zunächst, der viel auch davon profitiert hat, dass er sich mit einem Mentaltrainer zusammengetan hat, der ihn gerade auf solche Situationen, so hat das nach Kusamo geschildert, vorbereiten konnte. Und diese kleinen Kniffe hat er offenbar gut umsetzen können für solche Situationen, wenn es darum geht, gute Sprünge zeigen zu können. Da ist er ein bisschen verkrampft, so sah das bei mir aus. Ein bisschen mehr Ski geschlappt, ein bisschen so das Pius-spezifische Problem. Was man hier jetzt gleich ganz gut sieht, wenn der Ski erst so ein bisschen nach unten geht, vor allem der rechte, und dann erst zum Körper kommt. Und jetzt war er wieder bei 20 Kompensationspunkten. Das zusammen macht's dann schwer. Ja, viel Rückenwind, jetzt nur 90 Meter, 9 weniger als vorhin. Čofenik ist auf dem Podest. Pius Paschke verliert ein paar Plätze. Karl Geiger bleibt Zweiter. Jetzt kommt Andreas Wellinger.
Und bei dem, nach allem, was wir von ihm hier gesehen haben, ist einiges zu erwarten. Allerdings der Rückenwind nimmt stark zu jetzt. Das ist eine ganz schlechte Phase jetzt. Miserabel. Auf allen 8 Messpunkten werden jetzt übermäßige Rückenwindwerte vermeldet. Und da weiß Stefan Horngacher schon, wenn er jetzt los muss, dann ist nicht viel zu erwarten, was die Weite angeht. Die 88 Meter sind sogar schwierig zu erreichen bei so starkem Rückenwind, die er bräuchte, um den Platz vor Tschofenik und den anderen zu behalten. Ja, das war jetzt die Entwicklung. Fettner schon kein guter Wind, Pius dann noch mal schlechter. Und jetzt zieht es komplett von hinten rein. Deshalb wäre jetzt für ihn die beste Lösung, dass es bis 60 durchtickt. Tut es auch und dann darf er wieder raus. Und da muss man darauf hoffen, dass er in einer Minute oder so, wenn er jetzt starten kann, dann doch bessere Bedingungen vorfindet, um seine gute Ausgangsposition zu behalten und den Podestplatz ansteuern zu können, den Tschofenik schon sicher hat. Und hoffentlich noch warme Zehen hat. Nur noch Andreas Welliger und Stefan Kraft warten da oben bei jetzt wahrscheinlich minus 15 Grad oder sowas. Ja, es sind tatsächlich die Situationen, die sind die als Sportler ganz bitter sind. Man hat auf letztes Jahr hat man die Phase noch mal verlängert, die man auf dem Balken sitzen darf. Jetzt waren wir 45 Sekunden, jetzt sind wir bei 60 Sekunden und dann 60 Sekunden sitzen, wieder raus. Du bist im Kalten, du bist eigentlich schon vorbereitet auf deinen Sprung gewesen. Da tut jede Sekunde weh. Nicht körperlich, dafür braucht es dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr, aber einfach weh, weil mit jeder Sekunde geht das Gefühl einfach ein bisschen mehr verloren. Wir hören mal, was Stefan Laie so zu den Prognosen bei Andreas Wellinger sagt. Wie euphorisch ist er? Ja, Stefan Laie, sagen Sie doch mal, wie euphorisch sind Sie, was Andreas Wellinger betrifft? Ist jetzt gerade sehr schwierig, Sie drücken natürlich auch die Daumen. Auf jeden Fall, also so eine Pause bei kalten Temperaturen ist immer sehr schwierig und macht's nicht einfach, aber die beiden Jungs da oben sind echt erfahren, die werden das schon runterschaukeln. Wir gucken natürlich immer hoch zwischendurch. Bei Ihnen jetzt zweite nicht so optimal. Schätzen Sie den Sprung ein? Also ich würde die beiden als positiv bewerten, die beiden Sprünge. Also ich tue mir hier auf der Klein ein bisschen schwer, weil der Tisch echt lang ist. Und da ich tendenziell eher ein bisschen immer früher an der Kante bin, wird es halt für mich eher schwieriger. Deswegen wahrscheinlich 9. Platz heute, alles in Ordnung. Wir drücken Andreas Wellinger die Daumen. Insgesamt schön, dass das deutsche Team wieder so stark ist. Danke fürs Kommen. Die Auslosung zur Fußball-EM im nächsten Jahr in Deutschland ist gleich hier im ZDF zu sehen. Die Anlauflänge wird jetzt hier nochmal angepasst, damit das vielleicht mit dem Wind im Zusammenspiel dann doch funktionieren kann. Jetzt für Andreas Wellinger. Der da oben versucht, seine Muskulatur bei Laune zu halten, seine Füße, das Gespür zu erhalten. Gar nicht so unwichtig, wenn man da mit ein paar und 80 km/h auf die Kanzle zufährt und den richtigen Moment, die richtigen paar Zehntel erwischen muss für den brauchbaren Abstand. Ja, jetzt kann natürlich die FIS den Windkorridor verändern. Kann mit der Luke mehr auch sagen, es verträgt ein bisschen mehr Rückenwind. Der Sportler freut sich nicht drüber. Keine leichte Situation. Aber so wie Andreas Wellinger zurzeit drauf ist, ist ihm zuzutrauen, dass er das einfach wegsteckt und auf jeden Fall sich wegdenkt und konzentriert bleibt auf die zwei Spuren, die da vor ihm sich ausdehnen bis zum Schanzentisch. Andreas Wellinger. Grün ist jetzt und jetzt geht's gleich los. Ist auch wahrscheinlich wurscht, ob noch 10 Sekunden gewartet hätte oder nicht. Der Moment ist da. Schöner Sprung. Ja. Trotz all der Probleme davor hat er die grüne Linie ins Visier nehmen können und jetzt vielleicht die Führung und damit den Podestplatz geschafft. Bisschen ausgeholt am Schanzentisch, aber wie gesagt, das ist dann in so einer Situation wird es auch ganz schwierig, weil du einfach viel weniger spürst über die Muskulatur wie davor, wo du halt einfach in deinem Ablauf drin bist und das soll sich ausgehen. 92 Meter sollte reichen für die Führung jetzt vor Daniel Tschofenik. Jawohl, wieder so. Und dann haben wir noch Stefan Kraft, der da oben genauso warten musste in der Kälte. Für den gelten die gleichen Bemerkungen. Also Schwarz-Rot-Gold und Rot-Weiß. Das sind zurzeit die bestimmenden Farben in den Wettbewerben. Auf den Ergebnislisten ganz gleich, ob es jetzt um Qualifikationen oder Wettkampfdurchgänge geht. Jetzt Stefan Kraft, kann los. 89 Meter für den Sieg hier heute.
Auch schwierige Bedingungen, aber so wie der drauf ist, ist ein bisschen langsamer als Wellinger, aber er schafft die Weite, man möchte sagen, locker. Und wird hier auch den dritten Wettbewerb dieses Winters für sich entscheiden. Auf der Normalschanze in Lillehammer. Stefan Kraft ist zurzeit der tonangebende Skispringer. Ja, springt noch mal einen halben Meter weiter wie der Andi. Wobei, das könnte jetzt fast mal wieder ein Durchgang sein, den der Andi gewonnen hat. Weil er hat 4 Punkte mehr Windkompensation bekommen. Von dem her, er musste jetzt auch ein bisschen nachsteuern in der Luft. Er ist nicht unschlagbar, aber er macht im Moment sehr, sehr viel richtig. So wie hier bei diesem Sprung Stefan Kraft, den viele auch schon für die Vierschanzentournee in ungefähr 4 Wochen ist das ja, zum Top-Favoriten erklärt haben, nicht zuletzt. Andreas Witholzl hier, der rechts, der strahlende Cheftrainer der Österreicher, der diesen dritten Saisonsieg mitbejubeln kann. Gute Noten noch dazu, das ist bei ihm ja auch ein wesentlicher Punkt bei seinen Darbietungen. Und dann ist Andreas Wellinger hier, diesmal allerdings nur um 5 Punkte auf Platz 2 zu finden. Daniel Schofenig ist Dritter, Karl Geiger auf Platz 4, Pius Paschke 6., Stefan Laie 9., also wieder 4 aus dem DSV-Team unter den besten 10. Wieder mannschaftlich absolut kompakt, wie das